Hallo an die Geräte zu Hause, mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben heute Mittwoch, den 8. Mai, es ist 19.15 Uhr und in diesem Clip geht es um den Dow Jones. Ich bin aus dem Urlaub zurück, der andere von Ihnen hat vielleicht auch das Webinar gesehen am Montag zusammen mit der Börse Frankfurt, mit den Einzelanalysen, mit Erklärung für die Slow Stochastic. Das finden Sie auch auf dem YouTube-Kanal Christian Schlegel, finden Sie das. Ich habe da den Teilbereich über die Slow Stochastic rausgeschnitten. Das sind, glaube ich, 14 Minuten und 38 Sekunden. Schauen Sie es mal an, vielleicht hilft Ihnen das ja mal was. So, vor uns liegt der Dow. Ich habe extra mal eine längere Zeiteinheit gewählt. Wir sind also hier seit Mitte 2017. 17 interessiert mich momentan nicht so sehr. Aber Sie sehen hier diese Top-Bildung. Da oben um die 26.600. Hier hatten wir das All-Time-High. Das war im Dezember, im Oktober letzten Jahres. Und jetzt waren wir schon wieder in der Nähe. Also das sehen Sie überall im Internet momentan. Ein Top, zwei Top, drei Top. Ganz, ganz schwierige Chartsituation. Das heißt, wir haben definitiv einen Widerstand, der es dann als überboten gilt, wenn wir die 27.000 rausnehmen mit Schlusskurs. Nur mal so kurz drüber geschaut, das bringt dann auch nicht viel. Von den Bändern hier, die gehen jetzt beide auf. Nach oben leichter, aber nach unten schon ein bisschen heftiger. Das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass diese Chill-Phase, die wir hier hatten, ich nehme mal das Fadenkreuz raus, diese Chill-Phase, die wir hatten, und das waren ja auch immerhin 600 Punkte, dass diese langsam sich dem Ende neigt. Das erkennt man auch daran, dass die Kurse von heute, wir sind Mittwoch mitten im Handel und auch gestern vom Dienstag, dass wir hier schon dieses Gap geschlossen haben, was wir hatten von Ende März. Wir sind aber hier auch unter das letzte kleine Zwischentief gelaufen. Also es ist eine ganz schwierige Situation momentan. Es kann sein, dass der hier direkt runterbröselt. Und ich meine, der Trump hilft ja mit seinen Tweets da momentan auch nicht so besonders dazu. Es kann aber auch sein, dass er das jetzt einfach nur als Pause nimmt, als Luft holen, um dann endlich diese 27.000 rauszunehmen. Das ist wirklich schwierig. Wenn ich den Chart so sehe, wie gesagt, Bänder gehen auf, verspricht mehr Bewegung. Gleitendurchschnitt dreht nach unten, ist leicht negativ. Vom Chart her hier nichts Nennenswertes. Vom Chart würde er erst negativer werden unter der 25.250, unter diesem letzten Zwischentief. Darunter geschlossen, das wäre auch gleichzeitig anschließend unter der 200-Tage-Linie, das wäre nicht so schick. MACD negativ, aber nicht irgendwie in irgendwelchen Extrembereichen. Einfach nur mal nach unten gerutscht, völlig normal für dieses kleine Atemholen. Und Stochastik, völlig neutraler Bereich. Ich gehe mal mit Ihnen auf die Woche. Da ist nämlich was, das macht es ein bisschen deutlicher. Das habe ich am Montag im Webinar auch gesagt. Wenn man im Tag nichts Gescheites findet, vielleicht ab und zu mal in die Woche reinschauen. Das gefällt mir gar nicht. Das MACD kommt von einem recht hohen Niveau runter. Gefällt mir nicht gut. Die traditionelle Sichtweise hat noch gar nicht gedreht. Das hier ist ein klassisches Verkaufssignal. Wir sind auch unter diesem Low, was wir hatten Ende März. Also das darf mir jetzt nicht gefallen. Jetzt haben wir hier oben Doji. Der ist allerdings in einem Bereich, da ist er für mich nicht so besonders interessant. Und wie gesagt, wir sind in der Mitte der Woche. Also diese Kerze wird sich, denke ich, doch schon mal in die eine oder andere Richtung verändern. Hier sieht man das Top auf jeden Fall besser, kurz vor der 27.000. Aber auch hier sieht es so aus, als ob der Freund so eine Art Atemholen machen sollte. Also die Woche finde ich schlechter als den Tag. Auf den gehe ich jetzt wieder zurück. Ich selbst bin eher der Meinung, dass wir mehr Risiko haben als Potenzial. Ich glaube einfach, diese Bewegung muss irgendwann mal ein bisschen verdaut werden. Und nochmal, da sind wir von 21.750 hoch bis zu 26.700 mit nur einer kurzen Korrekturphase hier. Das ist zu viel. Also auch der Dow muss irgendwann mal atmen. Ich habe Ihnen mal folgende Scheine mitgebracht, die Sie sich gerne auf die Watchlist legen können. Einmal hier. Ein Call, tja, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Darf ich aber tatsächlich erst unter diesem Zwischentief, unter der 200-Tage-Linie suchen. Und da hier gleich die 25.000 winkt, würde ich sogar noch ein bisschen Abstand nehmen. Ich habe mich für den hier entschieden. Das ist die 24.887, das ist ein Open-End-Schein von Goldman Sachs. Hat im Moment einen 22er Hebel, das ist die GA2F98. Das wäre eine Geschichte. Ich handle den jetzt nicht, weil das ist mir einfach noch zu unausgegoren hier und auf Wochensicht eben ein bisschen zu negativ. Den will ich noch nicht haben. Und jetzt schauen wir mal auf den Put. Das ist mir einfacher gefallen. Wie gesagt, wir haben hier also die diversen Tops.
Und ich habe jetzt einen gefunden, der hat einen höheren Hebel, und zwar einen von 40. Das hat die Basis, dieser Schein hat die Basis 26.718. Das ist auch ein Open-End-Schein, das heißt, verändert sich jeden Tag. Das ist von Goldman Sachs die GM59 Heinrich Anton. Da liegen wir also hier drüber. Der gefällt mir besser. Und im Moment sind die Vorzeichen bei mir tendenziell eher weiter negativ. Ich glaube, er holt sich die Pause, die er verdient. So, und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.